Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockster und nein, Freunde, heute nicht Sergeant Blockster, sondern ganz normal der Blockster, wie ihn ja sonst auch aus den Videos kennt, wie zum Beispiel Königstiger oder Tiger 1. Nein, Freunde, ich wollte mich erst verkleiden für dieses Set. Ihr habt ja schon im Intro gesehen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Das hat ja einen Beinamen und ich, Allmann Jörn, dachte, man spricht das Kaffee aus und wollte einen Gag machen, wo ich Kaffee trinke und sage, oh, das Schönste im Felde ist morgens ein frischer Kaffee. Aber das Fahrzeug spricht sich Chaffee aus, nach einem amerikanischen General der Panzertruppen. Und jetzt nicht lange reden, sondern ich zeige euch das Kobizet 2543, den M24 Chaffee, den leichten Aufklärungspanzer. Ich muss schauen, 590 Teile und 2 Minifiguren. Dieses Fahrzeug hat ja 44, 45 noch ein bisschen im Krieg mit rumtüren dürfen, war aber ein quasi, ja, Gründungsvater einer Familie von Panzern. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir uns dieses Set hier auf dem Bautisch anschauen. Ja, Freunde, da haben wir unseren M24 Chaffee mit 2 Panzersoldaten. Hier richtig schön auch die berühmte Panzermaschinenpistole, die die immer dabei hatten. Und darf natürlich auch nicht fehlen, wie bei mir letztens, eine schöne Zigarre. Das gehört so. Amerikaner haben zwischen ja, 41, 45 ja eigentlich nur Zigarren geraucht. Wir wissen das ja. 590 Teile, 2 Minifiguren und wie immer Historic Collection World War II. Ein bisschen langweiliges Kartondesign diesmal. Wir sehen hier nämlich irgendwie so, ja, ein bisschen Container, was eigentlich nicht so ganz stimmt, glaube ich, weil, ja, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg gab es noch keine Standard-Container. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir das Fahrzeug und wir haben hier die M3 Submachine Gun, die ich euch gerade schon gezeigt habe vorne. Da hält er sie nochmal in der Hand. Wir sehen hier einen gebauten Motor, das finde ich ganz cool, wir können ihn aufklappen, da freue ich mich richtig drauf, hat man bei Kobi ja jetzt auch immer mal öfter. Wir können hier den Turm drehen und auch das Rohr hoch und runter schwenken, ja, die üblichen in Anführungszeichen Play-Features. Hier haben wir die Eigenschaften des Fahrzeugs, die erzähle ich euch aber gleich wie immer im Speedbuild. Und wir haben hier eine kleine Schedule, wir sehen, das Fahrzeug ist 20 cm lang und 11 cm, ja, 11,5 cm hoch, je nachdem wie das Rohr steht. Ich bin wirklich mal gespannt auf die Minifiguren, gerade hier so mit Oberkörper frei, finde ich richtig cool. Er soll der Mechanik sein und er der Panzerkommandant. Und ganz schön auch, dass wir hier so ein kleines Typenschild haben, finde ich auch immer richtig gut. Okay, richtig gut, heißt, wir schauen uns den Rest des Kartons an. Na, ist ja eigentlich, ja, wir kennen es schon, Kobi Standard. Hier sehen wir auch unseren Nackedei oder Halbnackedei in kompletter Größe und hier unten auch noch mal ein bisschen paar Features, Glow in the Dark und so weiter und so fort. Ne? Und das Wichtigste ist ja hier, und damit ihr auch sehen könnt, dass das Fahrzeug brandnail new ist, also brandnagelneu, hier aus 2021 mit dem üblichen Sprachgewühr. Ich habe mir das Set beim Tim in Hannover bei Tims Klemmbausteinladen gekauft. Ja, Freunde, aber wenn man es kauft, muss man es auch öffnen. Wir machen jetzt einen kleinen Cut und dann schneide ich den Karton für euch auf. So, Freunde, ich kann mir das immer nie genau merken, wo der Stempel ist. Ich glaube, er ist auf der Seite. Wir schneiden es auf. Oh, das geht gut diesmal. Es geht gut. Ich habe gesehen, manche Leute können das auch mit den Fingernägeln machen. Ich nicht. So. Tada, und ja, ich habe recht gehabt. Am 10.03.2021 verließ dieses Fahrzeug die Gussmaschinen in Mielec, Polen. Karton ist leer, geht an die Seite. Wow, große Anleitung, sehr große Anleitung. Schaut mal, so groß wie 2 Hände von mir. Klammer gebunden, pad printed. Und ja, wir haben ja auch wieder die Features. Und wahrscheinlich hier hinten haben wir auch wieder diese Karte. Ach, ich würde es ja besser finden. Ich sage es jedes Mal, wenn Kobi das irgendwie wieder als Sammelkarten rausbringen würde, das wäre besser. Kobi-Anleitung ist, glaube ich, klar. Alles, was wir bauen, ist farblich gekennzeichnet. Der Rest ist entsatuiert, also farbentsättigt. Wir haben hier oben die Angaben immer mit A, B, noch irgendwas, wo wir sehen, welche Wedge wir nehmen müssen. Vom Winkel her, rote Pfeile unterstützen das Aufnoppen und bei Teils oder Bricks, die ungerade sind oder die man nicht so kennt, also gerade 5er oder 7er, hat man oft Legenden zum Anlegen. Ich schaue mal, da haben wir welche hier und da auch, damit ihr wisst,
was ihr wo anzulegen habt. Jetzt schauen wir noch mal. Wir haben hinten immer die verbauten Steinchen und wir sehen, wir haben 116 Bauschritte. Da wird der Turm aufgeklöppelt. Kobi Bauanleitung haben ja nie Seitenangaben. So, und wir haben, wenn ich es richtig gesehen habe, zwei Bautüten. Eins, zwei, ist ja auch kein großes Fahrzeug. Und eine große Plate und wie immer schön Kobi-mäßig. Oh, die fühlen sich immer so gut an, so frisch neu. Oh, ich freue mich. Ja, Freunde, ich reiße das Set jetzt auf, beziehungsweise die Tüten reiße ich auf. Das Set habe ich ja schon aufgerissen. Und dann baue ich diesen kleinen, leichten, schnellen Panzer. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich, wie könnte es anders sein, drehen sich die Fakten heute um das vorliegende Kobi-Set. Wir sprechen über den M24 Chaffee. 1939 waren alle leichten Panzer, fast alle leichten Panzer, mit einer Erstbewaffnung zwischen 37 und 44 mm ausgerüstet. 1942 war es offensichtlich, dass diese nunmehr ungeeignet waren, die Panzerung selbst von leichteren Panzern zu zerstören. In den USA und anderswo wurden deshalb Anstrengungen unternommen, um kleinere Panzer mit effektiver Feuerkraft auszustatten. Der M24 wurde vom US-Waffenamt in Zusammenarbeit mit Cadillac, der unter anderem, oder die Firma war unter anderem Konstrukteur des leichten Panzers M5, entwickelt und hatte eine Reihe der Merkmale der früheren Modelle wie den Cadillac V8 Zwillingsmotor und die hydrometrische Aufhängung. Die meisten Teile des M24, einschließlich Getriebe und Turm, waren völlig neue Konstruktionen. Obwohl, und das ist krass, die 75mm Erstkanone M6 im Ersten Weltkrieg ursprünglich eine französische Haubitze war. Diese wurde allerdings modifiziert, um sie in den B-25G-Bomber für die Schiffabwehr einzubauen. Die Zweitbewaffnung war mit zwei eingebauten Maschinengewehren Standard für einen leichten Panzer. Dazu kam ein weiteres Maschinengewehr für die Luftabwehr und ein auf dem Turm montierter Granatwerfer. Der M24 wurde als Teil einer Familie von Fahrzeugen entwickelt, die alle das gleiche Chassis einschließlich eines Mörsers und einer Anti-Aircraft-Lafette nutzten. Obwohl die meisten dieser Projekte gestrichen wurden, als der Krieg 1945 endete. Zu diesen eingesetzten Versionen gehörten der M19 mit 44mm Anti-Aircraft-Zwillingskanonen und die selbst angetriebene Haubitzenlafette M37. Der M24 selbst diente nur relativ kurz im Krieg. Obwohl er 1945 in Europa eingesetzt wurde, wo seine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit geschätzt waren. Er nahm aber auch an der Schlacht um Okinawa im Pazifik teil. Einige M24 wurden an die Briten geliefert, die ihn nach General Edna R. Chaffee genannten, den ersten Kommandanten der US-Panzerkreuzkräfte. Nach dem Krieg wurde der M24 häufig bei den USA und ihren Alliierten eingesetzt und sollte die Basis für die M41, M48 und M60 Panzerserien werden. Ja, Freunde, wir haben hier quasi den Vater vom M48, ein Panzer, auf dem sogar mein Vater noch gedient hat bei der Bundeswehr. Also wirklich schließt sich hier der Kreis. Und es schließt sich nicht nur der Kreis, sondern auch der Blockster ist fertig mit dem Speedbuild. Ja, Freunde, da ist er fertig, unser schneller, kleiner Aufklärungspanzer, leichter Aufklärungspanzer, der M24 Chaffee. Bevor wir ja über das Fahrzeug reden, die Steinchen, die über sind, es sind mal wieder ein paar mehr. Ein bisschen ja, komisch bei einem aktuellen Kobi-Set, weil Kobi eigentlich in letzter Zeit ja gar nicht mehr so viele Teile überlässt. Finde ich aber ganz gut. Wir haben hier zwei Kettenglieder, wir haben hier diese ganz flachen Teils, wir haben diese ja, Kobi-typischen C-Clamps und diese kleinen Zylinder, die wir an diesem Fahrzeug hier ganz oft verbaut haben. Dann kommen wir gleich ins Review. Diese ja, Halterung, diese eigentlichen Bleche, die an die Schräge des Chaffees angeschweißt sind, beziehungsweise die Schräge, die wir jetzt hier logischerweise nicht so gut darstellen können, denn in echt hat das Fahrzeug so eine Art ja, V-Panzerung, die Bleche sind so schräg. Das geht natürlich hier nicht bei so einem Modell, da ist es gerade. Also vielleicht irgendwann hat Kobi auch hier schräge Bautechniken, aber an den Seiten, da bin ich gar nicht böse rum. Das Fahrzeug, finde ich, sieht wirklich sehr, sehr aus wie das Original. Und was mir natürlich wie immer cool gefällt, sind, dass es keine Aufkleber hat. Es ist pad-printed, überall haben wir tolle Prints. Hier vorne den Stern auf der Luke. Wir haben hier an der Seite eine Klappe, die angedeutet ist, gedruckt ist. Wir haben hinten den Stern auf der Motorhaube. Ja, und am Turm, seht ihr sowieso, haben wir ja hier überall die weißen Sterne der US Army. Fangen wir bei meinem Motor an, denn das ist richtig cool. Wir haben ja hier hinten einen Motor gebaut.
die zwei Chrysler-Motoren und richtig schön auch ist, dass wir hier diese Gittersteinchen haben und die zum ersten Mal so richtig, also finde ich, für mich jetzt zum ersten Mal, richtig auch hier Gitter darstellen. Wir können theoretisch hier unten zwar nur, aber wir können auf den Motor gucken. Das finde ich richtig cool. Auch von hinten ist er schön geworden. Man sieht wirklich, dass das Fahrzeug von Cadillac kommt, ein Autohersteller, denn wir haben Rückleuchten, wir haben hier Bumper, also richtig cool. Das Fahrwerk, ja, typisch, aber man erkennt halt schon, wo die Reise hingeht. Ich habe es euch gesagt, M48 ist quasi das Ende oder eines der Kinder dieses Fahrzeuges. Und ja, Fahrwerk, ich mag nicht so gerne diese mittleren Ketten von Kobi, diese kleineren Ketten. Ich baue lieber die größeren. Es geht leichter und die Fahrzeuge sehen immer etwas, ja, massiver aus. Aber das hier ist ein richtig schönes kleines Schmuckstück. Also gerade hier vorne auch nochmal, ne, das Maschinengewehr. Wir haben hier vorne diese beiden Fahrlichter, die ja im Dunkeln leuchten sollen, beziehungsweise das hier oben soll ja leuchten. Das MG, wie immer. Also ziemlich viele schöne Details. Das Fahrzeug sieht wirklich sehr, sehr aus wie das Original. Ein bisschen hier vorne, ja, das ist so ein kleines bisschen, also diese Hinge, dieser Turm bzw. Rohrbewegungsmechanismus, das wollte ich sagen, hätte man vielleicht noch einen Tucken weiter rein, aber dann schliert es hier und schleift. Also das ist wieder, jetzt suche ich hier quasi einen Fehler, den es eigentlich gar nicht gibt. Dieses Set ist wirklich schön, es ist wirklich Modellbau, schon fast, wie man immer so sagt, das gefällt mir eigentlich nicht, aber es ist so. Ich meine, schaut selber, wir haben hier keine einzige Noppe oben auf dem Fahrzeug. Von unten ist es auch schön, dass Kobi hier diese Teils gemacht hat, dass es glatt ist, das gefällt mir. Also ich habe hier wirklich nichts auszusetzen an diesem Fahrzeug. Es ist kleinteilig zu bauen. Ich meine, wir haben hier fast 600 Teile drin. Und man hat hier so ein kleines Fahrzeugchen und denkt so, wo bleiben die? Weil wir viele kleine Steinchen hier verbauen. Aber das habt ihr ja gesehen. Ich habe auch um die, ja, anderthalb, zwei Stunden habe ich gebraucht für den Bild. Ich habe natürlich wieder langsam gebaut, habe entspannt gebaut. Das macht der Blockstar so. Aber es hat sich gelohnt. Es ist wirklich schön zu sehen, wo die Reise hingeht bei Kobi. Und gerade dieses kleine Fahrzeug ist, glaube ich, ein Muss für jeden, der, so wie ich, ja, so ein bisschen, ja, Reihen sammelt. Ich sammle ja nicht alles, aber jetzt habe ich hier den M24 Chaffee. Wir haben jetzt hier auch natürlich nicht zu vergessen dieses schöne Schildchen, weil man kann damit was nachspielen. Und ich zeige es euch. Wir haben hier den Willys Jeep und wir haben den Sherman. So, ich zeige euch das mal so zusammen. Und schon hat man, ja, ich würde mal sagen, die typische erste Spitze, Aufklärungsspitze eines Platoons, einer Armee, einer wie auch immer, 1944-45 in Westdeutschland. Denn so ungefähr sah das aus. Es fehlt vielleicht noch ein Greyhound aufklärungsleichtes Fahrzeug, aber trotzdem, das ist so das, was man damals in den Dörfern angetroffen hat. Gibt es ja in vielen Wochenschauberichten sowas auch zu sehen. Immer diese Kombination mit Willys, mit M24, ein Sherman und ein Greyhound. Also so habe ich meine kleine Panzerspitze fertig und muss echt sagen, dieser Kauf von dem Chaffee hat sich richtig gelohnt. Aber eine Sache fehlt noch und das sind die Minifiguren. Die will ich euch noch zeigen und was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Schraubenschlüssel, den der Mechaniker rechts in der Hand hält, der auch auf der, ja, auf der Anleitung und auf dem Kartondesign immer so schön gezeigt wird, der ist nur so in die Hand gedrückt, der fällt nämlich runter. Also ihr seht da, zack, oh, mein kleines Modellchen hier, Dioramachen, fällt auch auseinander. Aber den hält er nicht wirklich. Ihr habt es gesehen, der passt nicht in seine Hand. Entweder ist der Schlüssel zu klein oder die Hand ist nicht richtig gut gegossen. Das glaube ich aber nicht, denn ich habe es links wie rechts versucht. Ihr seht auch hier vielleicht, dass die Ärmel bedrückt sind oben auf den Schultern. Da sehen wir die Schulterabzeichen. Richtig zwei schöne Figürchen, die gefallen mir richtig gut. Auch wieder ein schönes Zubehör, also die Ferngläser oder das Fernglas. Und die Submachine Gun, richtig nice, gefällt mir. Kobi, das macht ihr richtig gut mit den Figuren mittlerweile. Und da bin ich wirklich ein Fan von. Ich habe auch in letzter Zeit angefangen, sie gar nicht mehr gegen Minifiguren auszutauschen. Soweit ist es schon gekommen, Kobi. Ja, Freunde, ich finde, dass wir jetzt auch noch einen Tucken weiterkommen. Und wir schauen uns einfach nochmal in die Augen und sprechen noch ein paar letzte Worte über unseren M24. Ja, Freunde, da sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Das war ein tolles Video, denn wir hatten ein tolles Set, das wir vorstellen durften, 2543, den M24. Es hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Guckt mal hier, unser Mechaniker ist schon vor Erschöpfung umgekippt.
Zwei tolle Figuren waren dabei und wie gesagt, viele kleine Steine, die dann ein so tolles Gesamtbild ergeben wie hier. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, was ihr von diesen kleinen Panzerchen haltet. Und ich kann euch auch noch eins versprechen. Ich habe jetzt ja ein paar Panzerchen schon gebaut. Es kommen noch das ein oder andere Panzerchen. Aber wir werden jetzt bald die Büchse der Pandora, was Kobi angeht, öffnen. Ich werde euch hier das ein oder andere Limited Edition Set vorstellen. Und auch noch ein kleiner Ausblick. Wir wagen uns auf das Wasser und gehen in die Luft. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gespannt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.